Können wir mal bitte über die folgende Aussage von Weidel sprechen? Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Wenn ich mir diese ganze Laut gegen Rechts Demonstrant Sternchen innen anschaue, wenn ich mir diese ganzen Anti-AfD-Plakate so anschaue, dann muss ich doch zu der Erkenntnis kommen, dass nicht nur die Regierung Deutschland hasst, sondern auch eben alle, die dort mitlaufen, oder? Habt ihr die Rede von Weidel gehört? Wenn nicht, kommt hier vorbei. Dort findet ihr diese 12 Minuten Vernichtung der Ampelregierung und ein Lauterbach, der twittert dazu Folgendes. Schaut mal. Wenn für euch die AfD nicht die Lösung ist, okay, kein Problem. Aber wie erbärmlich muss man eigentlich sein, mit dieser Regierung zusammen auf der Straße zu sein, bei dieser Kampagne mitzumachen, obwohl man weiß, dass die eben dieses Land hassen. Anders kann man es nicht mehr ausdrücken. Und deswegen wäre es vielleicht mal besser, den Finger in die Wunde zu legen, mal zu realisieren, in welchem Zustand sich Deutschland befindet und ob man das so gut findet, anstatt mit dem eigenen Peiniger, also diejenigen, die dafür verantwortlich sind, Seite an Seite zu demonstrieren, und zwar laut gegen rechts. Ihr seid peinlich, meiner Meinung nach. Punkt aus Ende.